besonders Eltern, die es sehr gut meinen, die darum ringen, dass sie zueinander finden, haben oft nicht gelernt, ihre Konflikte offen auszusprechen, um ehrliche Kompromisse zu ringen, sondern sie verdrängen einfach die Aggressionen, die sie gegeneinander schon haben. Und dabei lernt jetzt ein Kind, dass es auch selber kein Recht hat, von sich zu sprechen, seine Bedürfnisse geltend zu machen. Es erlebt, dass es lästig ist. Die Neurodermitis ist eine Ersatzsprache dafür. Ein Kind darf man nicht mehr schlagen, wenn es ohne die schon auf seiner Haut deutliche Verletzungen hat. Ein Kind wird sehr bald ersatzweise durch den Zwang des Symptoms zum Mittelpunkt seiner Familie. Es braucht eine besondere Diät, es braucht besondere Kuraufenthalte. Die Eltern sind besonders nett zu ihm. Trotzdem spürt das Kind, dass da auch Schuldgefühle sind, dass da Vorwürfe sind, dass es jetzt doppelt lästig ist. Eltern mit einem Kind, das an Neurodermitis leidet, tun ihrem eigenen Kind das Allerbeste an, wenn sie sich selbst mehr Raum geben, glücklich zu sein. Wenn sie selber lernen, offener zu sprechen über ihre Bedürfnisse, die sie auch haben, statt in diesen Teufelskreis einzusteigen. Wir müssen aber als erstes das Kind gesund machen. Wenn Sie ein Neurodermitik-Kranker um Rat fragte, was würden Sie ihm sagen? Das Wichtigste wäre, dass er lernt, seine eigenen Wünsche deutlicher zu äußern und auch seinen Ärger klarer mitzuteilen. Die Haut ist wie eine Membran, nicht nur für den Körper, sondern für die Seele. Und die Neurodermitis besteht darin, dass es keine klare Ich-Abgrenzung gibt, dass ständig Lücken und Löcher im Ich ansaugen, was für einen selber nicht gut ist, und nicht abwehren zu können, was im Grunde schädigend ist. Genau das aber müsste der Neurodermitiker klarer sagen können. Da tut's mir weh. Und der andere hat die Chance zu sagen, das wollte ich aber gar nicht. Er kann das, was er körperlich fühlt, dem anderen durch die Sprache mitteilen. Aber das muss gelernt werden.